Um das Angebot der Produzenten zu diversifizieren, hat der Familienbetrieb vor einigen Jahren mit der Aufzucht von Kakaobäumen begonnen. Die Kakaoschoten werden mit der Machete geöffnet und entkernt. Die Schalen bleiben zur Düngung der Pflanzen in der Parzelle zurück. Mit jeweils einem Kern kann ein neuer Setzling gezogen werden. In der ersten Zeit bedürfen die Setzlinge viel Wasser und sollten an einem schattigen Ort stehen. Nach wenigen Wochen entfernen die Bauern die Folie und pflanzen die nun etwa 20 bis 30 cm großen Setzlinge ein. Das tropische Klima an der Küste ist für den Kakaoanbau optimal. Pacific Spices bietet den Produzenten Weiterbildungen bezüglich Pflege, Beschnitt und Ernte der Kakaobäume an. Zweimal im Jahr kann geerntet werden. Die Haupterntezeit liegt zwischen April und Juli. Nebenerntesaison ist von November bis Januar. Der Anbau von hochwertigem Bio-Kakao ist erfolgreich und konnte bereits ausgeweitet werden. Die nassen Kakaobohnen kommen als nächstes zur Fermentierung, die etwa eine Woche lang dauert. Anschließend werden sie 2 bis 3 Tage getrocknet. Die Bohnen haben nun etwa die Hälfte ihrer ursprünglichen Größe verloren und dafür den guten Schokoladengeschmack angenommen. Für eine weitere Kakaokooperative hat El Puente die Finanzierung der Biozertifizierung übernommen. Sobald diese abgeschlossen ist, kann die Kooperative Gorogeas ihre erste Lieferung Bio-Kakao auf den Weg bringen. Today my name is Sammy Fitt and I'm the chairman of the Gorogeas Producer Cooperative. And this is an organization that is established to coordinate all producers in the village to market their produce overseas. What I'd like to do firstly is to show you the locations of where we are. So this is Germany, the world map, and that's Papua New Guinea. That's the whole map of Papua New Guinea. Okay. Gebenji's village is located in the Morobe province here. And the capital city is Lae. And from Lae, we travel on the road westly to the village. And if you can come down here, that's the map of the locations of the Gebenji's. You will realize that the name Gebenji's is the proper name. But when the early settlers came in, they mispronounced it and they called it Gebenji's. But the proper name is Gebenji's. Gebenji's village is a village which is one of the 9 villages in the Wampal tribe area. In each of the villages, we have about 10 clans. So here at Gebenji's village, we have 10 clans. The population is almost about, the last census, it was about 2,000. But now, we estimate that it is heading for 3,000 in the village. We have now established a cooperative. The name is Gorogeas Producer Cooperative. Okay, the cooperative in itself has about 7 board of directors, and 6 of them are males and 1 of them is female. Now let me just go and
tell you about the history of cocoa. The cocoa that I'm holding now is called a German cocoa. German cocoa, the history of German cocoa was that the initial missionaries that came into Morobe province came in as missionaries, and they introduced cocoa into the Wampar area. So here in the village, the Gorogas Cooperative has more than 120 members in its membership. But the growers in the villages, the whole population, we have more than about, it's estimated to be about 500 households in family size unit. And the cocoa that we are producing here is organic, and it's not, we are not using chemicals. We take this opportunity to thank El Puente for showing an interest in buying organic certification, organic cocoa from Gorogas Cooperative. The village people and the growers and the board welcome that interest, and we are working towards a target, and we will do our best to produce the best quality cocoa in Papua New Guinea. FDF steht für die Flensburger Dragé-Fabrik, ein über die Jahre gewachsener Familienbetrieb. Hier erfolgt die Veredelung unserer neuen Perlbohnen aus Bio-Kaffee. Bevor die Kaffeebohnen FDF erreichen, werden sie bei unserem Partner Niehoff schonend Langzeit geröstet. Der erste Weiterverarbeitungsschritt ist das Schokolieren der Kaffeebohnen. Eine große Trommel durchmischt sie langsam, während die flüssige Schokolade in ganz feinen Strängen zugeführt wird. Auf diese Weise erhalten die Bohnen nach und nach einen gleichmäßigen Schokoüberzug. Im zweiten Schritt füllt der Drageur die schokolierten Kaffeebohnen in einen halboffenen Kessel. Der Kessel rotiert, um die Bohnen in Bewegung zu halten. Die dragierten Perlbohnen werden veredelt, während ein Gebläse für warme Luft und damit für eine schnelle Trocknung sorgt. Nun geht es weiter zur Abfüllung. Eine Mitarbeiterin befüllt die Maschine mit den fertigen Schokoperlen, die anschließend als 100 Gramm Päckchen in Folie verpackt ausgegeben werden. Perlbohnen sind ganz besondere Kaffeebohnen, die rund gewachsen sind. Ihre relative Seltenheit macht Perlbohnen zu einer Spezialität. Die Gruppen der Diakoniewerkstätten Himmelstür übernehmen das abschließende Verpacken des neuen Produktes. Mit dem Umzug nach Nordstemmen im Jahre 2004 hat El Puente mit den Diakoniewerkstätten ganz in der Nähe einen weiteren zuverlässigen Partner gefunden. Von der seitdem bestehenden Zusammenarbeit profitieren beide Seiten gleichermaßen. Die Konfiserieschachtel wird aufgefaltet, die Schokoperlen kommen hinein, die Faltschachtel wird mit einem Etikett versehen und verschlossen. Nun sind die Bio-Schokoperlen fertig für den Verkauf. Solidarischer Handel in Deutschland hat auch zukünftig großes Potenzial. Die El Puente-Organisation sieht es dabei als ihre Aufgabe, eine vor über 33 Jahren angestoßene Entwicklung weiterzuführen und die in dieser Zeit gewonnenen Erfahrungen sinnvoll einzusetzen. Mit bestehenden und neuen Partnerschaften wird vielen Menschen auch in den kommenden Jahren eine Perspektive geboten werden. Ziel der begleitenden entwicklungspolitischen Öffentlichkeitsarbeit soll weiterhin sein, allen Konsumenten eine konkrete Handlungsalternative aufzuzeigen.